für uns ist dieses Treffen heute hier in Bad Sobernheim ganz enorm wichtig, damit man eben auch die Verbindung der gastroenterologischen Kliniker und der Naturheilkunde auch schafft und eben die Anwendung der Heilerde in verschiedenen inneren Bereichen, bei Refluxbeschwerden, bei Reizdarmbeschwerden, aber auch bei Histaminintoleranz oder Cholesterinbindung aus der Nahrung beleuchtet. Und heute hatten wir wirklich ein fantastisches Treffen hier mit wirklich ausgezeichneten, renommierten Gastroenterologen und Naturheilkundlern und haben einen intensiven Austausch hier gepflegt. Ja, wir haben es mit einem fantastischen Naturheilprodukt zu tun, das, wie wir heute gelernt haben in diesem Symposium, von dem ich mit viel Begeisterung herauskomme gerade, dass wir eine sehr hohe pharmakologische Wirkung von der Heilerde haben, insbesondere über Adsorption von Stoffen, Neutralisationsfähigkeit der Magensäure, also eine Vielzahl von möglichen heilsamen Wirkungen, die wir mit großem Optimismus angehen werden in adäquat gezeichneten Studien, um in einem Jahr auch weitere objektive und evidenzbasierte Befunde zur Heilerde vorlegen zu können. Erstmal nochmal danke für die Einladung. Ich habe wieder sehr davon profitiert. Und was für mich erstaunlich war, dass ich das, was ich heute wissenschaftlich neu dazugelernt habe, schon intuitiv vor 2 Jahren an meinen Patienten gemacht habe. Intuitiv die Heilerde da eingesetzt, wo sie wirksam ist. Und heute habe ich das wissenschaftliche, einen wissenschaftlichen Background dazu erfahren. Also nach dem heutigen Tag bin ich überzeugt, dass jeder Medizinstudent von Heilerde hören sollte. Es gibt einen Bias in der Medizin in Richtung medikamentöse Pillen und so ein Medizinprodukt wie die Heilerde, die auf natürlicher Weise sehr viele Erkrankungen lindern oder sogar heilen kann, wie wir heute bei Neurodermitis, bei Reizdarmsyndrom, bei auch Histaminunverträglichkeitserkrankungen gehört haben und viele andere Erkrankungen, müssen eine Rolle im Medizinstudium spielen. Also ich arbeite ja lang schon praktisch mit Heilerdepräparaten. Ich habe immer mal selber auch Studien gesucht und bin da sehr wenig fündig geworden, muss ich sagen. Und ich bin doch überrascht, auf dem Symposium zu erfahren, welche gute Studienlage es zu bestimmten Indikationen gibt oder auch Grundlagenstudien mit der Säurebindung. Das fand ich unglaublich spannend. Also dafür bin ich sehr dankbar, das zu erfahren. Als Resümee für diesen Tag kann man mit Sicherheit sagen, dass es viele interessante neue Aspekte für mich gegeben hat, die in den verschiedenen Vorträgen angesprochen wurden. Und das Erfreuliche ist, dass sich das Spektrum der Heilerde im Einsatz bei verschiedenen Erkrankungen doch deutlich erweitert hat. Und das ist alles, sage ich mal, wunderbar organisiert und vor allen Dingen das Surrounding führt natürlich auch dazu, dass es eine angenehme Zeit hier gewesen ist. Worüber ich heute in besonderem Maße auch beeindruckt war, ist die Vielzahl an neuen Funktionen, die uns von der Heilerde nahegebracht wurden. Also unglaubliche Dinge wie zum Beispiel Toxine von Bakterien, die sehr gefährlich sich auf den Darm auswirken können, abgefangen werden. Man darf schon sagen, dass die Ziele, die wir mit der Heilerde im heilenden Sinne angehen können, vielfältig sind. Also es gibt was zu tun, es gab viel zu lernen und es gibt eine sehr positive Entwicklung für dieses Konzept. Wir haben heute in verschiedenen Vorträgen nochmal auch die Anwendung bei Refluxbeschwerden beleuchtet und auch bei Reizdarmbeschwerden und bei Histaminintoleranz haben uns die Referenten nochmal die Evidenzen, die wir zu diesem Produkt kennen, gezeigt und wir haben heute darüber hinaus überlegt,
wie wir in weiteren Studien die Anwendung der Heilerde mit wissenschaftlichen Studien weiter näher untersuchen wollen, damit wir auch später mit den Ergebnissen auch mehr Hausärzte informieren können über die Anwendung dieses seit 100 Jahren bewährten Naturproduktes.